Ich sage nochmal den YouTubern guten Morgen. Also einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem schönen, sonnigen Hamburg. Kalten, aber sonnigen Hamburg. Also heute hat das Fahrradfahren Spaß gebracht hier ins Büro, obwohl es noch glatt hier auf den Straßen und an den Fahrradwegen sind. Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Wir bereiten uns heute vor auf den DAX, wie immer jeden Morgen. 10. Februar, 8.32 Uhr und ich blicke hier auf den rechten Bildschirm und ich sehe, dass die 14.100er Marke dichter dran ist als die 14.000. Insofern platziere ich hier jetzt erstmal prophylaktisch unsere Box und bleibe auf diesem Chart und wir schauen uns die Blue Boxen an. Blue Boxen 18,5 gestern Spätabend. Ja, wir gehen aber in den Vormittag rein und sehen hier auf dem Minutenchart, dass die Vola gestern eigentlich gut war. Ja, also die Vola-Boxen, die Blue-Boxen bei 109, also wir haben keine kleineren Zonen gehabt, die so richtig seitwärts liefen. Gegen Nachmittag 15.30 Uhr, 31, 34, 35, das sind nicht die Lottozahlen, sondern das sind die Boxgrößen, die nacheinander hier mit einer Treppe angezeigt worden sind. Und dann ist der Markt, oder dann sind die Boxen hier mehr oder weniger oben rausgelaufen. Also gestern gab es hier keine kleinen Boxen. Wir gucken mal auf den heutigen Vormittag, ob sich da eine bildet. Die Vola-Boxen gestern, sehen wir, da eine reingelaufen um 9 Uhr direkt und dann wieder rausgelaufen, dann hier reingelaufen, raus. Hier hätte man das schwer gehabt um 10.21 Uhr, weil der Kurs nur wirklich nur ein Tickchen reingelaufen ist. Für die Damen und Herren, die sagen, oh Mensch, Carlos, aber die 1,5 hatten wir ja gestern auch schon. Ja, dann macht das manuell. Wenn ihr meint, ihr müsst da direkt reingehen, wenn der Touch da berührt, dann müsst ihr manuell dort reingehen, ja, einfach auf Kaufen oder Verkaufen drücken. Ja, ansonsten sehen wir, gab es dann am Nachmittag auch hier in dieser Zone Seitwärtsgedöns um die Big Number herum und wir haben heute ein Gap, eine Kurslücke, wie wir hier sehen, von gestern Abend. Diese Kurslücke hat 28 Punkte. Daily Pivot, das heißt, der Daily Pivot bei 14.015. Ja, sind wir bis 10 Uhr über den Daily Pivot, dann haben wir den Vormittag, sage ich mal, erstmal eine Trendrichtung, nämlich weiterhin Long. Wechseln wir das Lager, dann müssten wir Kurse weit unter 14.000 hier haben. Dann sind wir unter dem Daily Pivot und unter der Big Number. Okay, gehen wir auf die großen Charts und fangen an bei Nasdaq. Ja, mein Mund wird schon mittlerweile fusselig. All-Time-High, Technologiebörse, 13.761. Ja, also, es geht in eine Richtung da. Und zwar, das ist schon wie eine Einbahnstraße zu sehen fast. So, DAX 30. Ja, wir sehen es auch hier. Gestern auf Tagesbasis eine kleine Umkehr. Hier wieder long ausgebrochen. Dann gehen wir auf Gold. Gold auch hier. Never-Ending Story. Eher seitwärts. Vielleicht explodiert das Ding irgendwann nochmal in Richtung 2000, aber momentan 1845. Also für die etwas Älteren, die ruhiger schlafen wollen. Ja, Öl 58, also auch dort stark. Und dann gehen wir jetzt weiter in den S&P 500, die 500 großen amerikanischen Aktien, auch hier All-Time-High. Und jetzt sehen wir auch schon, von wo wir Rückenwind bekommen, nämlich von den amerikanischen Märkten, die Treiber sind auch für diese Rallye nach wie vor und letztendlich zieht es den DAX natürlich dort auch mit nach oben. Und jetzt kommen wir zu Bitcoin. Also für die, die ruhig schlafen wollen, investieren in Gold. Und für die, die etwas, bisschen mehr Spannung haben wollen, die investieren eventuell in Bitcoin. 46.640. Interessant, glaube ich, gestern im Spiegel gelesen, was der Stromverbrauch von Bitcoin, um diese Bitcoins zu schürfen. Ich glaube, das ist, viel Norwegen oder Argentinien, eins von beiden. Ja, also ökologisch, klar müssen Euro-Dollarscheine und Euroscheine auch gedruckt werden von der EZB, aber so, vielleicht werden die Bitcoins ja mit grüner Energie geschürft, wer weiß das schon. Auf jeden Fall 46.645 und 50.000er Marke ja im Fokus. Ja, wow, 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 was für eine Rallye. So,
Das war kurz der Überblick um 11 Uhr heute, wenn ihr Lust habt, kurz 10 Minuten, Viertelstunde über Aktien mal zwei, drei Werte. Ja, und jetzt konzentrieren wir uns hier auf unsere Boxen vom Plan. 8:50 Uhr, 8:55 Uhr kommt Christoph mit seinen Doppelboxen und bespricht da auch nochmal die Märkte. Und dann geht es um 9 Uhr offiziell dann richtig los. Die Orders sind platziert. Jetzt heißt es wieder jeden Morgen etwas zu warten, dass der Markt so ein bisschen ja, in Schwung kommt. Wir haben heute Morgen 20 Punkte. 20 Punkte ist die Trading Range seit jetzt 37 Minuten. Das heißt, der Markt bewegt sich in dieser Mini-Mini-Mini-Phase. Durchaus denkbar, wenn er so weiterläuft, dass wir dann irgendwann eine blaue Box noch zur Markteröffnung gehen. Dann würde der Fahrplan so aussehen, dass wir von der Big Number wechseln in die blaue Box. Ja, die hat immer Vorrang vor einer Big Number. Wunderbar. Dann melde ich mich gleich nochmal. Einmal auch kurz für die YouTuber. Es ist 9:04 Uhr. Wir sind noch nicht bei unserem Eröffnungstrade. Wir sind noch nicht ausgeführt. Haben einmal oben bei 14.107 unseren, ja, unsere Big Number Trade. Und auf der linken Seite haben wir jetzt die Vola Box bei 13.996 zu 81. Schalte YouTube auch wieder an. Wir sind in Vorbereitung einer Vola-Box. Das wäre dann die erste Box, die wir heute Morgen hier traden. Bei 96 Long und bei 81 würden wir Short gehen. Big Number lassen wir ausfallen. Warum? Weil wir hier direkt dicht beieinander mit der Vola-Box und der Big Number sind. Und da gibt es immer klare Entscheidung für oder pro der Vola-Box gegen Big Number. Jean-Paul fragt, können wir die auch zur Hedge-Auflösung nehmen? Selbstverständlich. Es ist Mittwoch. Es scheint in Hamburg die Sonne. Wir haben genügend Vola. Es spricht nichts dagegen, dass du, Jean-Paul, diese grüne Box als Hedge-Auflösungsbox nutzt. Also zumindest spricht nichts gegen den Regelwerk. Also, noch ist die aber nicht drin.